Das kommende Welfenfest steht an und die Welfenfestkommission hat ihren neuen Festwirt vorgestellt. Michael und Pius Rauscher werden in Kooperation mit der Brauerei Schussenrieder in diesem Jahr das Bierzelt auf dem Festplatz betreiben. Mit der Vertragsunterzeichnung beginnt nun die Zusammenarbeit und der neue Festwirt hat bereits einige Neuerungen geplant. Nee, es wird auf jeden Fall, werden wir uns bemühen, ein hochwertiges Festzelt hinzustellen. Wir machen das Schussenrieder Oktoberfest, das sogar Bächlefest oder die Heimattage in Mengen. Wir sind erfahren in der Sache. Wir werden ein Zelt hinstellen, das wird ein überdachter Biergarten haben. Es wird in die Stadtfarbe von Weingarten wird die Dekoration sein, rot-weiß. Und es wird der Biergarten wird wieder dementsprechend hergerichtet und wir werden uns bemühen, am Kunde und auch mit unserem Bedienungsring, mit dem, wo wir schon lange zusammenarbeiten, einfach festzumachen, dass man, wo man miteinander wieder aufbaut und einfach versucht, das Beste zu machen. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Auch in Sachen Programm und guter Unterhaltung greift der neue Wirt auf so einige musikalische Highlights zurück. Die Highlights wären zu sein, wir werden Freitag auch noch versuchen, die Jugend anzusprechen in Weingarten, speziell auch die Studenten, die FH, die Jugend zum holen. Wir haben eine sehr hochwertige Kapelle am Freitag, das ist die Joe Williams Band. Sehr spielt in München auf dem Oktoberfest, auf dem Gäubodenfest, also eine bayerische Band, sehr hochwertig. Am Samstag werden wir auf Herz Ass die Showband zurückgreifen, auch sehr ansprechend, bei uns in der Region sehr bekannt. Am Sonntag möchten wir am Sonntagabend einen Sommernachtsrock veranstalten, einfach mal was Neues bringen, auch die 80er Jahre. Und haben wir der King Ralph, auch sehr bekannt, also Akustikrocknacht. Einfach ein bisschen ruhiger, aber sehr interessant, auch für auch einfach die 80er Jahre wieder zum Holen. Montag wird es so sein, da wird ja der große Umzug stattfinden. Dann wird die Egerländer, Blasmusik wird auftreten bis 16 Uhr. Ab 17 Uhr wird Adis Hütte Trio zum Zug kommen. Die wird das vor dem Feuerwerk dann von 17 bis 22 Uhr nochmal richtig einheizen. Also einfach, das ist eine Vier-Mann-Kapelle, wo einfach so, dass die Leute nochmal richtig animiert und mitmacht. Und am Dienstag wird der Ausklang sein, auch wo noch die Weingärter wieder ganz herzlich willkommen sind mit dem städtischen Orchester. Also dann wird's zum Ausklang am Dienstag wieder traditionell. Und wie lange die Weingärtler mit ihrem neuen Welfenfest wird rechnen können, darüber gab er auch schon eine Auskunft. Unser Anspruch, unser Konzept sieht vor, auch mit der Stadt Weingarten, mit der Welfenfestkommission, das langfristig zu machen. Auch der Vertrag ist daraus ausgelegt, dass wir das über mehrere Jahre, dass wir Kontinuität reinbringen, dass wir einfach hochwertig, auch mit dem Speiseangebot, mit dem Bedienungsring, mit der Schussenrieder Brauerei und mit der Firma Rauscher als Festwirt das gemeinsam dementsprechend versuchen, alle zufriedenzustellen. Und vor allem auch, dass der Eintritt frei ist an allen Tagen. Und dass wir eben das Konzept fahren, wir machen um 1 Uhr ist Ausschankende, einfach auch um die Jugendschutzgesetze und einfach, ja, wie soll man sagen, dass wir einfach auf den harten Alkohol auch verzichten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach auch die Jugend ansprechen. Es wird ein Bier geben, es wird ein Sekt geben, es wird ein Wein geben, aber es wird keine harte Alkohol geben. Das Konzept klingt vielversprechend. Das Welfenfest 2015 kann langsam aber sicher kommen.